Hey, ho Leute und herzlich willkommen zu Minecraft, die Gefährten und was? Nein, halt, stopp. Also die zweite Staffel beginnt noch nicht. Wann die zweite Staffel beginnt, das wissen wir selber noch nicht. Aber ihr könnt ja mal fragen in den Kommentaren. Wann kommt Staffel 2? Ihr habt eh auf dem Thumbnail gesehen, ihr habt im Titel gesehen, um was es hier dreht. Und zwar, ihr wolltet wirklich schon immer mal selbst in die Welt der Gefährten eindringen. Also das, was wir hier erbaut haben, der gute Max mit seinem Botania-Gedöns, mit diesem hier, mit dieser Stadt, mit allem. Wenn ihr das auch mal spielen wollt, wenn ihr sehen wollt, was wir so erreicht haben, zum Beispiel das hier oder das Gebaute von Tamster mit der Smeltery, wenn ihr das alles miterleben wollt, dann könnt ihr jetzt die Minecraft, die Gefährtenwelt downloaden. Der Link dazu ist in der Beschreibung. Und ihr könnt da euren Spaß haben, ihr könnt was weiß ich machen. Ihr könnt gucken, ey yo, was ist da alles im ME-System? Ihr könnt selber anfangen zu zocken hier ein bisschen. Ihr könnt euch zum Beispiel hier, was weiß ich, euer eigenes Gebäude hinpflanzen und zwischen den Gebäuden, Gebilden von Early Boy Baloui, Basti zockt, extrem verzockt und Tamster zusammen irgendwas eigenes aufbauen. Also ich finde, wir haben hier mega viel erreicht. Ich muss sagen, ich finde das Haus hübsch. Es ist zwar nicht voll, aber es ist hübsch. Warum habe ich zwei? Achso, ich habe zweimal den Wither getötet. Dann habt ihr hier zum Beispiel auch direkt den Witch Circle. Warum liegt das hier rum? Keine Ahnung. Wieso, weshalb, warum? Wir haben hier den Altar. Wir haben einfach alles hier. Wir haben ja hier auch schon einiges erkundet, hier auf dieser Map. Das heißt, ihr könnt zu allen Schauplätzen reisen. Also das gilt natürlich nur für die Hardcore-Fans. Wer jetzt sagt, oh, ich habe ab und zu mal ein Video geguckt, na, war ganz nett. Aber für die sagen, boah, ey, yo, da muss ich unbedingt mal gewesen sein selbst, der kann in die Beschreibung klicken und das Ganze selbst downloaden. Wie man das Ganze installiert, das Ganze ist eine Save-Datei. Und was braucht ihr dazu? Wichtig, ganz wichtig, pass mal auf. Ich schreibe euch das jetzt alles auf, denn das ist wichtig, dass ihr keine Fragen stellt. Wer jetzt noch Fragen stellt in den Kommentaren dann, der ist dann selber schuld. Der hat das Video nicht geguckt. So, wir gehen einfach mal hier hin und ich klatsche euch das hier hin. Was ihr braucht den Feed the Beast Launcher. So. Dort downloadet ihr das Modpack. Doppelpunkt. Ups, so. Doppelpunkt. Tolkien Craft 2. Dann downloaden der Welt. Dann müsst ihr im Saves-Ordner, warte, im Saves-Ordner den Spielstand laden. Also das, was ihr in der Beschreibung downloadet, macht ihr in den Saves-Ordner vom Modpack Tolkien Craft 2. Ne? Ist ganz einfach. Dann startet ihr das Modpack, klickt auf den Spielstand und dann habt ihr diese Map. Ne? Ist alles ganz, ganz einfach. Wenn nicht, fragt nicht hier unter dem Video, wie das funktioniert. Benutzt www.google.de. Ich bin jetzt nur da, um euch zu verkünden, dass diese Welt hier euch jetzt zur Verfügung steht. Wann Staffel 2 kommt, weiß ich immer noch nicht. Ihr könnt es ja mal in den Kommentaren fragen. Vielleicht weiß ich es ja immer da. Vielleicht weiß ich es dann wieder. Nee, passt mal auf. Ihr geht jetzt alle zu extrem verzockt, zu dem seinen Kanal, und spammt jedes Video von ihm zu mit: Wann kommt Gefährten Staffel 2, okay?
Ich weiß es selber noch nicht, wann es kommt, aber einfach, um ihn zu ärgern. Seid ihr da dabei? Okay, also der Download-Link dazu ist in der Beschreibung. Wenn euch Minecraft die Gefährten gefallen hat, die letzte Folge verlinke ich ganz oben. Die müsst ihr unbedingt noch reingucken, die letzte Folge, weil es haben nicht so mega viele gesehen. Und dann würde ich sagen, meine Freunde, tschüss, bis zum nächsten Mal. Ich habe euch alle ganz doll lieb und da guckt ein Drachenschwanz raus. Bis zum nächsten Mal, euer Basti zockt und haut da rein und tschüss.